Jo, seid mir gegrüßt, meine Freunde. Willkommen zurück zu Let's Play God of War. Ja, hier im Pausebildschirm diesmal, weil der letzte Part hat ja mitten in einem Kampf geändert. Und den wollen wir jetzt natürlich fortsetzen. Mit zwei Trollen. Wir haben die schwarze Bühne. Okay, der stirbt ohne. Er ist Eis, aber nehmen wir nur. Wir können jetzt hier ja unsere Rune einsetzen, die den verlangt haben, dann geht es natürlich noch besser. Ja, die Trollkämpfe sind nicht besonders schwierig, vor allem weil er erstmal stark genug ist. Da haben wir hier. Oh, eine Chaosflamme für die Klingen, sehr schön. Ich bin verkehrt herum. Ah, okay, das ist ja nicht zu lesen. Tartarus-Rage, schwerer Runenangriff. Okay, die werden wir gleich ausrüsten, aber wir haben noch keinen. Das machen wir gleich, okay. Ja, da warten wir mal lieber noch mit. Wie kann ich den ausrüsten? So, okay. So, warte mal, können wir kurz den Kodex lesen? Bestriarium. Aber jetzt will ich natürlich nicht Trolle. Wer hier jetzt war, das wurde noch nie angezeigt, wer hier der Neue ist, oder? Nee. Der das? Grendel aus dem Frost war Stoff für Legenden. Selbst Mutter hielt ihn bloß für einen Mythos. Man sagt, dass Grendel der stärkste und gefürchtetste Stein des Steintrollstamms gewesen sei. Die Bezeichnung aus dem Frost wird hoch angesehen und nur den verdienen, die verehrt und gepriesen wurden. Jetzt ist er tot, geschieht ihm recht. Und Grendel aus der Asche, glaube ich, waren die beiden. Das muss wohl der Bruder des anderen Grendel sein. Ist aus der Asche auch ein Ehrentitel, den sich Feuertrolle geben? Wir wissen so wenig über Trolle. Aber wichtig ist wohl, dass alles uns umbringen, dass alle uns umbringen wollen und wir sie deshalb vorher töten müssen. Das würde Vater jeweils sagen. Ja, ich glaube, das waren die beiden. Ja, Grendel ist ja auch ein, da gibt es eine Geschichte von Beowulf, spielt auch in der spielt auch in der nordischen Mythologie. So, irgendwo, wartet mal Freunde, irgendwo muss jetzt hier noch der Raum, ah ja, da ist er ja. Ah, ich glaube, die taucht erst auf, wenn man halt alles gemacht hat. Da gibt es eine Geschichte von Beowulf. Gewichtslose Griffe des Schutzes. Okay, was kann der? Oh, der ist Stufe 5. Macht die Abwehr hoch, aber alles andere dafür runter. Nee, glaube ich eher nicht. Ja, man müsste die halt erstmal alle hochzüchten und gucken, aber ich denke. Okay. Oh, wir haben noch zwei Wissensmarkierungen, die hier noch irgendwo sind. Okay. Und noch eine legendäre Truhe, hä? Echt? Ich glaube, nee, ich glaube, das können wir noch nicht haben. Glaube ich. Weil die sind, wir werden später, wir haben die Tür ja schon gesehen, natürlich noch einen anderen Bereich des Tempels betreten. So, und jetzt müssen wir, wo müssen wir denn jetzt hin?
Tagebuch. Türs Gruft verlassen. Vater hat mir gesagt, er ist ein Gott genau wie ich. Ich schätzte, das nicht zu wissen, hat mich krank gemacht. Er wirkt so beschämt, vermutlich, weil er Götter so verabscheut. Doch Mutter sagte immer, manche von ihnen sind gut, auch gut. Also zurück zu Tiers Gruft. Um die schwarze Runde, das haben wir ja schon. Okay, einmal wieder verlassen. Jürt. Und da geht es um das, also die Beowulf-Geschichte, um das Monster Grendel tatsächlich. Ah, okay, jetzt kommt nochmal eine Konversation, die ist auch ganz lustig. Weil ihr seht, da hinten sind zwei so Dinger ausgefahren aus dem... Wir sind fast am Ende. Setz dich. Ja, da, über die Brücke würde ich noch nicht gehen. Limniowein. Von der Insel Limnos. Nahe meinem Geburtsort. Ich glaube, Atreus ist eigentlich etwas jung, um zu trinken, aber... Aufs Ende einer Reise. Wirklich? Ja. Ja, ihr könnt euch vorstellen, so einfach wird es noch nicht sein. Riecht wie faule Eier. Ist der noch gut? Vielleicht. Ja, ich habe keine Ahnung, was Limniowein ist. Habe ich noch nie gehört. Ja, so trinkt ein Mann. Und in dieser... Ja, wir warten. Wir warten einfach die Kombination ab. Vater? Warum hast du deine Heimat verlassen? Wegen der anderen Götter dort? Weil diese Heimat nicht mehr existiert, meine, weil er sie in Teil 3 vernichtet hat. So sehr. Aber Tyr zum Beispiel war gut. Und du bist gut. Du hast nur Böse getötet, stimmt's? Mantel des Schweigens? Ja. Ab. Ja, meine Freunde, der PS5-Controller, der muss wirklich unwahrscheinlich Strom fressen, weil den muss ich so oft wechseln. Bei der Switch hier zum Beispiel, der Controller, der hält vergleichsweise keine Ahnung wie lange. Wer kann das schon beurteilen? Sei still, wir können's. Wir wissen's besser. Aha. Ja, wie gesagt, klingst immer mehr. Atreus ist jetzt etwas arrogant und so. Das wird sich noch ein bisschen steigern. Werden wir gleich erleben. Bereit. So breit. Komm. Das Problem ist... Gott zu sein, wird mir gefallen. Ja. Das Problem ist, wir können jetzt halt nicht einfach mal sagen, wir gehen jetzt... Als erstes Mal werden wir natürlich... Oh, wir sind direkt bis nach draußen gefahren. Auch geil. Wir gehen, wohin wir wollen. Tun, was wir wollen. Jetzt besuchen wir die Riesen. Jetzt besuchen wir die Riesen. Nachdem wir die Bewohner nach Jüttenhelm gelernt haben, können wir nun zurück zum Tor auf dem Gipfel gehen und den magischen Meißel einsetzen. Diesmal stellt sich uns niemand in den Weg. Los! Nee, ich dachte, das geht nicht. Mussten wir nicht den Weg zu Fuß gehen? Oh, fast vergessen. Brock, das ist unser neuer Freund Mimir. Wir kennen uns. Oh, warum sagst du das nicht? Er weiß warum. Ich weiß warum. Du weißt warum. Ruhe. Genug davon. Ach ja, unser guter Brock. Ich gefragt habe. Kannst du mich mit Sindri nicht einfach vertragen? Was auch passiert, das kann nicht so schlimm sein. Ihr seid Familie. Erzähl du mir nichts von Familie. Ich bin nicht der, der vergessen hat, wofür unser Name mal stand. Unsere Werke. Die Waffen, die wir schmiedeten, waren legendär in allen neuen Welten. Länger, als ich zurückdenken kann. Das wirft man nicht weg wegen eines einzigen Schlechten. Ich
Schlechten war's? Gar nichts. Vergiss es. Musst du nicht irgendwo hin? Gerne. Ich hab geöffnet. Nicht. Okay, was haben wir hier? Mythische Schulterrüstung des Schutzes. Die könnten wir jetzt herstellen. Die würde uns mehr Abwehr geben, aber der Rest wäre nicht so pralle. Schulterrüstung des wahren Kriegers. Okay, der würde uns etwas stärker machen. Ah, der ist ja schweineteuer. Ja, ich glaube, ihr wartet doch so, dass hier die Rüstungen sehr, sehr teuer waren. Der würde uns etwas stärker machen, dafür die meisten anderen Werte ziemlich drücken. Die sind lila. Also lila ist. Was steht jetzt hier irgendwo? Glaub, legendär und das hier ist Elite oder so ähnlich. Ich weiß auch nicht. Na, hier haben wir noch ein paar. Ja, ich denke, wir lassen das erstmal noch. Ich meine, die sieht natürlich cool aus, ne, die Rüstung, aber. Ja, natürlich gibt es bei beiden auch Arm und Bein, also Arme und Hüftrüstung. Ja, die Abwehr würde schon ein bisschen steigen, obwohl um 6 Punkte, naja, lohnt sich auch nicht wirklich. Hier würde sie gar noch mal sinken. Womit kann ich dienen, Knirps? Okay, wir können ihm eine neue Luft machen. Was trägt denn jetzt überhaupt? Ich wüsste das gar nicht. Bei ihm spielt halt nicht die Abwehr oder so die Rolle, sondern was die Rüstung halt kann. Hier zum Beispiel gezielter Schuss. Gegner in der Luft erleiden mehr Schaden. Auch schweineteuer. Sperrfeuer beim Schnellfeuern. Verursacht der letzte Pfeil mehr Schaden, Dominanz in der Luft. Aus der Luft abgeführt, der Pfeil verursacht zusätzlichen Schaden. Dann haben wir hier Kämpferwaffenrock. Schwäche aufdecken, wenn Andreas Gegner wirkt, nehmen diese mehr Schaden. Verbesserte Schläge. Eiserner Griff. Andreas kann Gegner länger drosseln. Und hier haben wir noch Runen. Heilungssteinvorlage. Manchmal findet Andreas Heilungssteine, wenn Kratos verletzt ist. Heilensteinverstärkung erhöht die Heilsteinwirkung, Wirksamkeit. Nach einer Mundbeschwörung fügt der Pfeil 8 Sekunden zusätzlichen Schaden zu. Sollen wir das nehmen? Ja, warum nicht? So klein ist wie wir. Hört sich ganz gut an. Da gibt es nachher. Ich weiß nicht, ich weiß, am Ende irgendwann gibt es eine, die halt alle Vorteile in sich vereint. Eine Rüstung, die ist auch ganz noch cool. Was? Hat er die jetzt auch an? Wie kann ich helfen? Was wollte ich noch erzählen? Achso, ja, hier geht ja alles mit. Ja, doch. Klingknauf. Griff der verfluchten Flamme. Gewichtsloser Schutz des. Ja, aber die sind. Talisman. Chaosklingen. Genau, wir haben jetzt eine Chaosflamme. Da können wir die halt. Stufe 3 jetzt bringen. Und sie ändern auch immer ihr Aussehen, die Waffen, wenn man sie verbessert. Und haben wir hier mit Talisman. Talisman der Welten. Ach ja, das ist ja den wir jetzt ausgerüstet haben, ne? Den können wir verbessern. Den werden wir auch gleich machen. Ja, das ist der, den ich die ganze Zeit benutzen werde. Und jetzt brauchen wir nochmal perfekten Asgard-Heimer Stahl, um den drittes Mal zu verbessern. Damit der dann auf Stufe 8 geht. Gut. Ja, wir sind jetzt bei Stufe 6 insgesamt. Hier haben wir Zauber. Muspelhelm ist Auge der Kraft. Das haben wir alles noch nicht. Seltener Zauber.
Ja, ich glaube, hier wurde ein zufälliger Zauber irgendwie. Ein Zauber, der einen zufälligen Bonus gewähren kann. Okay, und legendärer Zauber. Genauso. Ja, das ist legendär. Ja, Lila ist legendär und Gelb ist, glaube ich, Elite oder so. Und Ressourcen, dann haben wir da noch. Fester Zwarf auf jeden Fall Stahl. Sieg, wie viel da habe? 36, glaube ich. Ah, den kann ich kaufen oder was? Nee, brauche ich nicht. Ja, Frostflamme kann man auch, da braucht man kalt in der Nähe von Nilfheim. Aber die braucht man her schon, man bekommt im Spielverlauf genug davon. Oder Auferstehungsstein. Nicht verfügbar. Da ist ja auch wahrscheinlich noch einen. War das etwa schon alles? Ja, ich glaube, wir können nicht die Tore nutzen. Oder? Oder können wir doch? Nee, wie ihr seht, ist dieses Tor leider verschlossen. Da kommen wir nicht hin. Weil das Spiel halt will. Nee, ich glaube, wir müssen. Nee, weil das Spiel will, dass wir den Weg nochmal zu Fuß gehen, aus bestimmten Gründen. Ja, das ist auch ganz komisch. Das hätte man auch irgendwie anders lösen können, aber. Wir müssen halt jetzt nochmal dahin laufen und so weiter. Ist ganz merkwürdig. Ich sage Sindri, dass ich ein Gott bin. Ich will sein Gesicht dabei sehen. Nein, ich habe dein Geheimnis womöglich zu lange bewahrt. Aber jetzt wirst du unser Geheimnis. Hatten wir ja schon mal gemacht. Ne? Ach ja, oh, da haben wir noch gar nicht gelöst. Können wir die jetzt schon besiegen? Bereit machen! Ja, toll. Wie habe ich sie überhaupt nicht getroffen? Konzentrieren, Junge! Und ich hasse, wenn... Wir haben's überlebt, meine Freunde. So. Und was haben wir hier? Weltenstaub, legendär. 15 von 18 Weltenrisse. Ich kann sie nicht lesen. Kannst du immer noch nicht? Okay. Und die, wo muss man kann sie. Was steht da? Ja. Ah, muss man kann er schon. Ich kann sie jetzt lesen. Da steht in Muspelheim, der Feuerwelt, sind Suturs Spießruten. Hm, wie ein magischer Speer. Oder eine Reihe. Suturs Spießruten.
von Gefahren. Das soll... Ja. Wenn wir uns mal ansehen. Junge. Ah, okay. Das ist so eine Verbesserung, die was wir jetzt schon hatten. Okay. Fähigkeiten. Ach ja, richtig. Genau, wir können ja jetzt diese neue Fähigkeiten freischalten. Aber da brauchen wir mehr. Erfordert. Ne, hier, das will ich kaum. Ja, der zusätzliche Bonus erfordert halt extrem hohe Werte. Und hier. Hier kann man halt noch zusätzliche Dinge freischalten. Also, achso, ja, das ist, wenn der Wert aktiviert ist, genau so war das, okay. Das können wir auch noch kaufen. Mal hier. Die Axt. Oh, der ist auch schon aktiviert. Bei Vitalität erhöht Widerstand gegen Unterbrechung dieses Angriffs. Der hat keinen zusätzlichen Wert. Der hat verkürzt die Aufladedauer, erfordert 100 Abklingzeit. Ja, und das wird im Nachfolger eine sehr wichtige, kennt keine Angst. Eine sehr wichtige Rolle spielen mit den mit der Abklingzeit, weil da ist die Abklingzeit extrem lang bei allen Dingern. Sowohl bei der Rune als auch bei den Angriffen, als bei auch bei. Was weiß ich. Ja, das hatten wir schon gemacht, ne? Ja. Warum verbergen, was wir sind? Geheimnisse sind Odins Art. Sollten wir nicht offen sein, wie Tyr? Tyr hat auch Geheimnisse. Aus gutem Grund. Um andere zu schützen. Es ist weiser, diskret zu sein. Deshalb muss man seine Freunde nicht anlügen. Oder die Familie. Ich bin sicher, Sindri versteht das und macht es ebenso, Kleiner. Keine Sorge. Na, Junge? Aufgeregt, endlich das Land der Riesen zu sehen? Ja, aber traurig, dass die Reise bald endet. Ah, so bald wird es noch nicht sein, keine Angst. Was, wenn wir in Jötunheim sind und keine Riesen vorfinden? Das kann uns egal sein. Der Wunsch deiner Mutter ist alles, was zählt. Ah! Oh, geht nicht weg. Ich bin gleich bei euch. Vater, darf ich sagen? Nein. Was denn? Hast du an diesem Rad geleckt? Oh Gott, ich übergebe mich. Ernsthaft, mir kommt's... Vergiss es. Familiensache. Oh, ich kann euch einiges über Familien erzählen. Oh, lass mich raten. Dein Bruder hat überhaupt kein Talent und er kreiert nur Müll. Völlig korrekt. Soll heißen? Du redest von nichts anderem. Unaufhörlich. Ja, wie gesagt, er ist jetzt ein bisschen unangenehm geworden, der Kleine. Verstehe. Ja, wir haben genug von den kleinen Leuten mit kleinen Problemen. Na gut. Das hat wehgetan. Sehen wir uns euer Zeug an. Naja. Okay, irgendwie kommt ein Unwetter auf. Keine Ahnung. Ja, aber wir brauchen ihm erstmal nix. Ohne Energie, ne? Oh. Uga! Thank you.
kein Problem mehr. Der wird irgendwie geheilt, verdammt, warum wird er geheilt? Gott, wurde er geheilt. Ah, okay. Ah, der war besessen. Der war besessen von dem... von dem Nachtmar. Das würde uns aufhalten. Alles klar, wo geht's hoch? Der war besessen von dem Nachtmar, deswegen. Hier, der Ober hat ein bisschen was für uns. Symbol des Herzens, weil ich jetzt auch noch selber. Schon wieder kaputt. Weißt du, langsam zweifle ich an Sindris Können. Vielleicht hatte Brock doch recht. Warte mal, hatten wir hier hinten? Ich glaube, hier war noch was, ne? Was wir noch. Ja, hier. Ja, hier sind die Kühe. Ich glaube, in dem Spiel zählen die nicht. Im anderen, im Nachfolger noch 500 Stück von denen kaputt machen. Für Gold und 1000 für Platin. Aber Platin kann man erst im neuen Spiel Plus halt machen. Ach ja, und die Geschichte mit Grendel, die ich euch am Anfang erzählen wollte, genau. Ja, Grendel, wie gesagt, ist ein... ist ein... mythisches Monster so. aus einer Sage von Beowulf. Da geht es um eine Methalle, in der die Leute, die Wikinger und so weiter immer feiern und so weiter. Oh, was haben wir hier? Siegel der Waffe, legendärer Zauber. Erhöht Zuwachsrate von Perforst, Verbrennung um 7%. Aha. Können wir ja mal gucken. Wo konnten wir nochmal die Zauber ausrüsten? Das ist der Axtknauf. Ach so, das war auf die Rüstung oder wie? Ja, die haben alle schon sehr gute. Tyrs verlorene Panzerhandschuhe. Ja, wie gesagt, da brauchen wir noch Tyrs andere Rüstungsteile, die haben wir noch nicht, ne? Obwohl der ist blau. Aber der erhöht halt viele Werte, aber halt nur wenig, ne? Und halt in der Nähe dieser Methalle lebt halt dieses Monster in irgendeiner Höhle oder so und fühlt sich halt immer durch die wilden Partys und so weiter da gestört und greift die dann an und verschiedene Helden kamen, um das Monster halt zu bekämpfen, aber keiner hat es geschafft und irgendwann kam halt Beowulf, der große Held, und der hat dann irgendwie gesagt, ja, ich kenne die Legende nicht ganz genau, es gab auch eine Verfilmung mit Angelina Jolie als Grendel tatsächlich. Beziehungsweise. Warum hast du so mit dem Zwerg gesprochen? Beziehungsweise nicht als Grendel, sondern als Grendels Mutter tatsächlich. Ach, aber ich weiß nicht, ob das ihn zu einem Feind zu machen. Er sollte die Wahrheit kennen, ohne Ausnahme. Es war unnötig und unfreundlich. Wahrheit ist wichtiger als Güte. Deine Mutter wäre anderer Meinung. Sie war keine Güte. Ja, ich weiß nicht, ob der Film genau nach der Sage gedreht wurde, kann ich euch nicht genau sagen. Aber im Film war das halt so, dass äh,
kann ich da von hier rankommen? Ja. Das, Beowulf hat Grendel besiegt hat, aber dann halt sich herausgestellt, dass Grendel halt eine Mutter hatte und die Mutter halt natürlich sauer war und dann ist halt Grendel in die Höhle, ist halt Beowulf in die Höhle gegangen und hat, und die Mutter wurde halt dargestellt von Angelina Jolie, ne, und ja, natürlich wurde sie halt CGI-mäßig verändert und sah dann halt nicht, ja, ganz anders aus, hat so goldene Haut gehabt und so weiter und... Oh. Die Hehlläufer! Meinst du? So wie du von ihr gesprochen hast, bezweifle ich das. Was? Dass sie keine Göttin war? Sie war besser als eine Göttin. Und du solltest sie nicht entehren. Ist ja gut. Dann trag sie selbst. Was ist denn? Warum geht denn das nur wieder nicht? Ich bin doch dicht genug dran. Wenn ich dich da rangehe, komme ich da nicht mehr ran. Der zeigt doch... Hallo? Hä? Hat er jetzt nicht gespeichert oder was? Soll ich verarschen? Hat er jetzt nicht gespeichert? So. Ja, diese Hehlwindrätsel sind ein bisschen komisch. Aber es gibt dafür eine legendäre Truhe, also müssen wir es lösen. Ich glaube, hier gibt es auch gleich noch eine Walküre. Aber ich denke, bevor wir das machen, werde ich den Part erstmal beenden. Hephaistos, was war das? Das war ein Angriff für die... Für die neue, der hat, macht Brand, hat aber deutlich weniger Schaden als den, ich die jetzt ausgerüstet habe. Er hat halt dafür Brand, ne? Was macht der? Naja, hat ein bisschen mehr Reichweite, aber der Zyklon ist schon genial. Der hat zwar nicht ganz so viel Reichweite, aber haut ordentlich rein. Dann haben wir hier Tobsucht der Furien. Die macht noch mehr Schaden. Und die kann man noch ein bisschen erhöhen. Ja, den nehmen wir mal rein, der ist ganz gut. So, ja, mein Freund, wir beenden jetzt hier mal den Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.